Es ist 8:55 Uhr nach einem ausgiebigen Hundespaziergang, in dem ich mit dem Hund sehr ungeduldig war, bin ich nun bereit, auf C4 Ostoase zu gehen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich wirklich freue. Ich liege jetzt seit 35 Minuten. Ich selbst fühle mich irgendwie komisch. Ich bin wie traurig, weiß aber nicht wieso. Bin auch unsicher, was hier geschieht. Und so nehme ich das wahr. Ich habe vor allem die Augen zu, ich höre vor allem. Und dann nimmt man plötzlich wahr, wie der Mann von der Reinigung, wie der wischt. Man nimmt Geräusche wahr, man nimmt vor allem eine Bewohnerin wahr, die immer wieder spricht, vor allem religiöse Dinge von den 15 Meiteli und von Halleluja. Man hört aber auch den freundlichen Grundton, der in den Menschen hier ist, die hier arbeiten. Und das Ereignis eben. Seiner Frau haben sie Schmerzen, ja. Wollen sie Medikamente oder ein Schöckeli? Dann kam sehr eindeutig und schnell und klar ein Schöckeli. Es ist jetzt 11:40 Uhr. Eindrücklich, wie das ist, wenn man sich selbst den Boden unter den Füßen wegnimmt und man dadurch liegend wird. Liegend als ein besonderer Zustand der Hilflosigkeit, liegend auch als ein Zustand des Nicht-Flüchten-Könnens, liegend als ein Zustand des Patienten, des Leidenden. Da verändert sich der eigene Zustand sofort. Auch nach 2,5 Stunden komme ich mit diesem Gefühl schlecht zurande. Ich fühle mich nicht gut dabei. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht sagen, dass ich auf der Oase liege. Das könnte auch durchaus irgendwo in einem Hotel sein, an einem in einem Pool. Jetzt ist es 14:45 Uhr und es ist richtig langweilig. Es gibt nichts mehr zu erleben hier und es ist einfach langweilig. Es ist 16:30 Uhr und man hört einmal mehr die 4 Jahreszeiten. Ich habe vor allem gehört. Ich habe praktisch nichts gesehen oder sehr wenig gesehen, aber ich habe sehr viel gehört. Und da fasziniert mich vor allem, wie Mitarbeitende mit den Menschen umgehen. Es herrscht ein anderer Rhythmus. Und die Kunst der Pflegenden ist es ja, sich in diesen Rhythmus hineinzubegeben, auch wenn drumherum sehr viele Zwänge sind und sehr viele Dinge getan werden müssen. Das andere, was ich auch festgestellt habe, wie stark hier alles darauf ausgerichtet ist, auf die ganz basalen Bedürfnisse, wie stark der Mensch davon abhängig ist, dass diese Bedürfnisse befriedigt sind. Und wenn man liegt, geht es einem tatsächlich ähnlich. Man nimmt sich anders wahr. Beim Liegen plötzlich döst man ein, also man entspannt halt doch auf irgendeine Art und Weise. Und das hat mich jetzt doch fasziniert im Laufe von dem heutigen Tag. Vermutlich entstehen die meisten Unruhen, wenn Entschleunigung und Beschleunigung aufeinandertreffen und dann zu Konflikten führen. Letztendlich erkenne ich das tiefe Bedürfnis nach nicht allein sein wollen, nach kommunizieren können. Das sind, glaube ich, die Dinge, die da mithelfen, dass der Mensch sich spürt, dass er sich als lebendiges Wesen spürt, dass er sich wahrnimmt in der Beziehung zu anderen Menschen.